Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge diese Woche vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Plays XD. Hallo. Dem Tiger Farm und dem Leon als LU. Hallo. Hallo. Zeit leider schon wieder die letzte Woche. Letzte Folge der Woche. Ja. So, wer es nicht gesehen hat, letzte Folge reinschauen. Die LUs sind verteilt. Und dann würde ich sagen, ab geht die Luzi. Jo. Ja. So. Wir verkrümmeln uns wieder nach unten. Ja, ja. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. So. Wir haben einen neuen Mod mit drauf, gell? Ja. Haben Sie vielleicht gerade einen. Ja, wir haben nämlich bei Schneidewerk einen neuen Mod drauf. Das war den New Holland Warrior Feed 18. 18 FT, ja, genau, ich bin gut. Das ist mal die Frage, für was steht FT? Keine Ahnung. Also ich denke immer, dass es für Fuß steht, also für Feet. Für Fuß? Ja, ernsthaft. Ein Fuß in der... Ja gut, das kann halt wirklich sein, 18 Fuß, aber... Ein Fuß in der 30 Zentimeter. Von dem her... Ein Fuß ist 30 Zentimeter. Ja, so ist es. 30 Meter. Zentimeter. Wie? 30 Meter für einen Fuß wäre viel. Das ist ein bisschen zu viel. So, bin ich mal gespannt, wann es LU hier auftaucht und meine Arbeiten verrichtet. So, wenn ihr auch neue Mods habt, die wir hier mit reinnehmen sollten oder könnten, dann lasst uns das einfach mal wissen. Nein, falsch rum. So, was machen Sie denn heute? Also irgendwas Schönes zu tun? Funktioniert das hier? Ja, das hier. Hä, warum fährt der Traktor so scheiße? Wieder da. Entschuldigung. War. Habe ich gemerkt. Kleine Funkstörung. Nein. Nee, ich wurde gerade von Freunden angerufen, deswegen muss ich kurz. Ja, warum geht es jetzt denn wieder nicht? Was soll denn das? Was ist denn mit dem Traktor los? Hat der irgendwelche. Ja, bei mir gibt es auch Probleme. So, jetzt aber. Wir geben immer noch Vollgas und gucken, dass wir hier jetzt vorwärts kommen. Meine Freunde mich schon wieder an, also ich weiß nicht, was ich mache. Muss ich schon wieder abnehmen. Viel beschäftiger Mensch. Ich habe hier immer was zu tun. Ja, ich auch. Aber das ist gut. Das ist gut, dann sieht man auch, dass man fleißig ist. Ne? So ist es. Obwohl ich manchmal auch schon ganz aber manchmal darf man auch faul sein. Ja, manchmal. Ja, manchmal. Was heißt manchmal? Ich darf man oder mit Schokolade bestechbar sein. Ja, guck mal jetzt. Wann habe ich denn den Ruf weg? Die Rolle. Wirst du nicht so schnell vergessen, ne? Was? Die Schokolade. Ja. Mein Gedanke. Achso, oh.
Muss ich doch gerade mal hier. Ich mache auch gerade irgendwie so ein bisschen mein Feld kaputt. Ich weiß nicht. Feld machen sie kaputt. Ja, ich habe vorhin auch ein bisschen abgemäht von meinem Feld. Das ist doof. Komm dann. Jetzt rufen die mich über Discord an. Wenn du sie ignorierst. Ich hoffe, man hört es nicht. Doch, man hört es. Man hört? Okay, dann schalte ich mich kurz stumm. So, ich guck mal, wo ich hier die Feldgrenze habe. Das ist nämlich immer ein bisschen tricky, weil ich nicht, weil die einfach nicht genau eingemarkiert ist. Ich glaube, einmal kann ich da noch entlang fahren. Rückwärts habe ich auch noch nie gemäht. Hallo? Ich sehe das Feld vor lauter Bäumen nicht. Rückwärts fahren ist doof. So. Weiter geht's. Ich muss mal kurz zum Auto. Klopf, klopf. Ja. Ich wollte gerade mal fragen, was denn der Auftrag kostet. Also bei mir, also viel Schwaden 600. Ja, 600 Schwaden pro Stunde? Ja, also einmal 600 und dann 500. Hä? Wieso? Ja, Schwaden kostet 500 und plus einmal die Anfahrt. Ah, kostet ja, einmal 600 und dann noch 500. Wir wollen ja nicht die Anfahrt 500 mal berechnen. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Sind es jetzt 600 oder 500? Also die erste Stunde 600. Ach so, und da jede weitere Stunde 500. So war das. Ja. Ah ja. Dann, okay. Ich würde dann zum Ende des Tages auch schon die Miete für das Fahrsilo bezahlen. Ja, machen Sie Rechnen das. Sie das einfach dann mit drauf. Okay. Am Ende des Tages. Ja. Okay, gut, danke. Bis später. Bis später. Da bin ich wieder. Klingeling. Gibt's ja nicht. Spam die dich zu? Wahnsinn. Schon wieder voll, was soll denn das? Ach so, nee. Hä, was ist das? Warum? Du hast mich nicht gehört. Okay. Nein, nein, ich meine, ich wollte nur ausprobieren. Weil eigentlich habe ich gerade eben meine Miete gefüllt, aber das ist anscheinend doch. Nein. Ja, die spammen mich zu. So, komm mal da rum, ja. Ich bin hier tüchtig am Ab. Ich komm. Komm ab, was? Was? Ich bin hier sehr tüchtig am Ab. Arbeiten. Das ist aber nicht so schön. Was machen Sie denn gerade? Komm, ich erzähle Ihnen auch, was ich mache. Ja, was machen Sie? Ich mähe Gras. Na, das ist so schön. Ja, und ich hacke ein paar Bäume. Bäume? Ja, doch wieder in die Forstwirtschaft. Die war doch so schlecht, dachte ich. Ja, gerade im Moment, wo mein Feld abgeerntet wird und mein Wohnunternehmer was tut, ich habe sonst nichts anderes zu tun. Ja. Kann man das ja mal zwischendurch machen. Ja, das ist wohl wahr. Man muss halt Prioritäten setzen.
Also das ist schon echt doof hier mit diesen Bäumen, dass die einfach so an der Seite die ganze Zeit kleben. Warum denn an der Seite? Du musst die einfach gerade abschneiden, dann fallen die nach links. Nein, nein, ich meine, wenn man die zieht. Ach so. Ja. Dann gehen die so nach rechts die ganze Zeit. Das ja, das ist ein bisschen doof, da stimme ich Ihnen zu. Da habe ich wohl nicht mal recht gehabt. Ja. Sie haben häufiger recht, also so ist er nicht. Die drei Baumstämme haben hier nur 9000. Ja, so mit 3000 pro Baum muss man rechnen. Ja, okay, eigentlich, wenn man aufrechnet, 10.000. Die haben hier 9900. Ja, also, das ist doch gut. Ja. Geht schon klar. Also, man muss ja schon echt sagen, wenn so ein Wald so halt ernst, sag ich jetzt mal, oder? Sieht er ja schon irgendwie ein bisschen mager aus. Ja. Jetzt hätte der tagelang nichts mehr zu essen bekommen. Dun, 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 dun. So, jetzt werden ein paar nicht so... Hier huckt's die ganze Zeit, ich weiß gar nicht. Ich habe einen Tinnitus oder so. Okay. Das kann wieder daran liegen, dass ich hier Stämme ziehe. Nein, nein, nicht von Ihnen, nicht von Ihnen. Vom ja. LU, da piept's. So. Das LU hupt die ganze Zeit. So, also für die Kleinen habe ich jetzt 1000. Nee, ein Baum. Hier fehlt ein Baum. In der Baum. Der ist weggelaufen. Es war ein End. War ein End. Ich hab sogar wirklich das Gefühl, als ob der Baum gelaufen ist. Ist einfach nicht mehr da. Ja gut, also man muss ehrlich sagen, die Bäume bringen jetzt nicht so viel. 850 haben wir jetzt mit. Was für welche? Birken? Ja, das sind ganz normale kleine so Eichen. Ach so, nee, die kleinen, die bringen nichts. Wobei ich da auch mal wissen wollte, ob die kleinen Bäume da überhaupt noch wachsen. Das habe ich noch nie gesehen. Also die sowieso schon da sitzen musste. So, dann bin ich. So, wie sieht es bei meinen Schafen aus? Die haben noch Sauberkeit, Gras, Wasser, ja. Ach stimmt, soll ich auch mal gleich gucken. Alles gut. Alles gut? 99%. Ach so, ja, hier geht halt nichts mehr voran. Warte, ich wollte ja noch mal. Ich wollte. Jo, ich weiß, dass ich nicht genug Geld habe. Ach man, als ob man sich angucken kann, wenn man nicht genug Geld hat. Ach so, die Details, die Konfiguration. Nein, ich wollte gerade die Kuhweide gucken, ob ich die irgendwo bei meiner Wiese hinpflücken kann. Ach so. Aber hat sie irgendwie keine Lust? Aber dieses Projekt, was du letzte Folge schon mal angesprochen hast. Roleplay, Roleplay meinst du? Also die Idee finde ich echt auch nicht mal so übel. Ich glaube, da hätte ich auch mal so ein bisschen drauf. Ja, ich hätte das dann aber schon ein bisschen extrem mit auch so Hintergrundgeschichten und so. Och nee, ist der voll oder was? Meinst du jetzt betrunken? Nein, voll mit kein Platz mehr. Okay. Das ist aber ungeschickt. Oh, das ist sehr ungeschickt. Da geht die Zeit ins Land. Nee, dann bin ich.
Oh. Ja, ich war gerade etwas auf Kollisionskurs. Aber ich habe es angekündigt. Ich bin nicht voll, verdammt. Ja, du hast doch gerade eben gesagt, du bist voll. Der Anhänger ist voll, Mann. Ist der Anhänger betrunken, oder? Sein Motor geht nicht mehr an. Heute musst du die Folge nennen. Trink am Steuer ist verboten. Der will nur sitzen. Zeit. Moment, ich muss mal gerade zum LU. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Also wenn sie nicht arbeiten, kriegst du aber auch kein Geld, gell? Wenn sie mich haben? Ich habe extra vorher gehupt, also das war wirklich nicht zu übersehen. Das habe ich leider nicht gehört. Ja, sehen Sie mal, der Traktor geht ja doch wieder. Ich glaube, sie brauchen Geld. Es war ja nur so ein ganz kleiner Spaß von mir. Ja, von also mir. Also ein bisschen Spaß muss ja sein. Nee, alles gut. Finde ich super. Nee, das ist eben genau das, worauf wir dann im Roleplay raus wollen. Okay. Dass wir eben genau solche Situationen ganz genau aufschlüsseln. Aber wenn ihr so ein Projekt wollt, dann müsst ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben und dann überlegen wir uns da was. Das war einfach nur ein Paradebeispiel dafür. Exakt. So. Denken Sie daran, dass Sie das bitte schön schwaden, sonst haben Sie später noch mehr Arbeit. Ja, schwarz, das alles schön. Okay. Gut, dann bis später. Wie lange noch? Dann kommen Sie einfach in einer Stunde kommen Sie einfach runter. Wieso nicht jetzt? Das ist doch eh nicht mehr lange. Die können Sie auch schon. Gut. So. Da bin ich wieder. Und da kommen noch ein paar. Ah, Folgenende. Ja, wir haben es gleich schon wieder durch. Für diese Woche. Wir sind die Einwanderer von dem Lohnunternehmen. Genau, wir sind die Einwanderer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles, wie immer. Denkt daran, heute Abend 21. Ne, Moment, heute ist Freitag. Ne, heute Abend kein Livestream. Gestern gab es einen. Oh. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, gut, da musst du einfach sagen: Schaut gestern vorbei. Am Montag gibt es wieder den Guten Morgen Livestream von der Ammergauer Alpenmap. Da könnt ihr gerne reinschauen um 6.30 Uhr. Habe ich, glaube ich, immer gemacht. Gell? Das ist doof, wenn man selber nicht weiß. Aber ich meine, 6.30 Uhr war es. Wenn ihr da wollt, schaut gerne mal rein bis ungefähr 8.30 Uhr. So, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne irgendwas da. Und bis Montag. Ciao. Bis Montag. Tschüss. Ciao. Ciao. Schönes Wochenende. Ebenso, genau. Schönes Wochenende. Haut rein. Macht's gut.